Spruch des Tages, Freitag, 27. März 2020. Verse des persischen Dichters Sa'di, gestorben 1292. Diese Verse stehen auch über dem Eingang des UNO-Hauptgebäudes in New York. Übersetzt sind sie hier von Friedrich Rückert. Zitat: Die Menschen sind Glieder, miteinander verwoben, von gleichem Stoff aus der Schöpfung gehoben. Hat das Leben ein Glied mit Schmerz versehen, die anderen Glieder vor Leid vergehen. Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes und erkennen im anderen uns selbst, leiden mit, sind zur Empathie fähig. Die vielen Nachrichten über das Elend machen uns oft ohnmächtig, passiv. Das Gebet ist eine aktive Form, sprachfähig zu sein, einzutreten für die Welt und die Menschen vor Gott. Bleib bewahrt, lebe recht.